Oh, sorry Leute, willkommen zurück bei UFC 5. Ich habe gerade schon die ganze Zeit aufgenommen, bis ich dann merkte, ich hatte gar nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Ihr habt aber nicht viel verpasst, außer ein bisschen Training. Ich habe mal wieder gemerkt, dass das Submission jetzt mit der vereinfachten Steuerung ja deutlich einfacher ist. Ich habe diverse Pluspunkte oder Level-Ups da bekommen bei den Submission-Moves. Ich habe jetzt auch mal eine Trainingseinheit simuliert. Das kann man aber scheinbar nicht jede Woche machen. Wir wollen den Herrn Jacobs in dem Match jetzt besiegen. Beim letzten Mal mit der vereinfachten Steuerung gab es den Sieg, aber er hatte uns vorher auch mal besiegt. Das wird jetzt das Rubber-Match, das dritte entscheidende Match. So, die Aufnahmen habe ich ja schon alle gesehen vorher. Plakate aufgehängt und Social-Media-Posts habe ich auch gemacht. Noch einen neuen Social-Media-Post gibt es jetzt. So, also ihr habt nur ein bisschen Training verpasst. Ich habe ein bisschen aufgelevelt, weil ich einige Sternchen bekommen hatte. Und ja, die üblichen Probleme mit der Steuerung oder der Logik, da gehe ich jetzt mal nicht weiter drauf ein. Wir kämpfen jetzt einfach so. Wir gehen in die nächste Woche. Ich habe jetzt halt, wie gesagt, auch auf das Gefühl, das Spiel steuert sich so halb selber, weil ich muss nur so ein bisschen mit dem linken Stick hantieren und die Gegner werden fertig gemacht. Aber egal. So, Sparring, da mache ich jetzt einfach mal nochmal Ringen. Und jetzt kann ich nicht simulieren. Doch, das kann ich simulieren. Dann machen wir mal BJJ simulieren. Und Ringen machen wir mal dann selber. Ich weiß nicht, warum man das nicht immer simulieren kann. Ich hab noch knapp 4,5 Stunden Testzeit hier. Bleib auf den Beinen. So, das kriegen wir, glaube ich, hin. Muss mich hier noch etwas verbessern. Wäre auch langweilig, wenn man die Trainings immer simulieren könnte. Man muss es auch mal ein bisschen spielen. Aber um es ein bisschen abzukürzen, werde ich jetzt, wenn möglich, auch ab und zu mal simulieren. Ich bin ein Simulant. So, das haben wir geschafft. 2 Punkte. So, entkomme aus dem Clinch. Ziehe den linken Stick von deinem Gegner weg, um dich aus dem Clinch zu lösen. Sollte sich dein Gegner im Käfig festgesetzt und ganz. Jetzt haben sie es. Ah, okay, das haben wir auch geschafft. Takedown. Das hatte ich gerade versucht, das hatte irgendwie nicht. Ah, jetzt klappt's. Okay, wunderbar. Okay, jetzt habe ich. Und es ist wieder auf rechten Stick. Ich hatte aber doch geguckt. Ich habe auf Hilfe gestellt. Wenn ich jetzt da gucke, jetzt steht auf einmal jetzt wieder. Jetzt linker Stick. Das muss doch ein Bug sein, oder? Jetzt mache ich Submission. Ich habe doch nur die Wahl, mit dem linken Stick nach links zu drücken. Ich habe keine andere Wahl und trotzdem scheint das ziemlich gut zu funktionieren. Das hat nämlich eben schon gewaltige Level-Ups, oder wie man das nennt, gebracht. Und ich, ja, jetzt hier schon wieder Stufe 3. 3 Sterne direkt für den BJJ-Positionswechsel. 10 Sterne. So habe ich mir eben auch eine goldene Nase verdient. Das funktioniert ganz gut. Ich habe den Eindruck, das ist jetzt zu einfach. Jetzt drücke ich hier mit dem linken Stick. Ich mache den linken Stick nach oben und es passiert nichts. Warum musste ich jetzt RB drücken? Ich habe den Eindruck, das ist alles noch nicht 100% rund. Oder ich verstehe es nicht. So, jetzt haben wir den Takedown geschafft. Nochmal 2 Sternchen. Ground und Pound. Indem du den rechten-linken Stick gedrückt hältst, mit X oder Y kannst du Punches ausführen. So, sind wir doch im Ground und Pound, oder? So, jetzt. Bam, 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 bam. Ah. So, das hat geklappt. Das Spiel ist jetzt ein bisschen zu leicht, aber ich will mich nicht beschweren. Da ist das Training jetzt auch vorbei. Wir haben uns nicht verletzt, nicht schon wieder die nächste Gehirnerschütterung eingehandelt. Nähern wir uns doch dem entscheidenden Match gegen Mr. Jacobs. Gut, dass ich gemerkt habe, dass die Aufnahme gar nicht lief. Da ist ja noch nichts Wichtiges verloren gegangen. So, jetzt haben wir wieder ein paar Punkte, die wir nutzen können. Ich habe eben schon über 40 verbraten. Jetzt haben wir 30, die wir nutzen können. Da mache ich mal hier Submission Offensive 1 höher. Und man merkt, wir sind doch der Ringer. Da kriegen wir ganz schnell viel mehr Sterne. Lynch Striking. Das Striking wollen wir aber auch nicht vernachlässigen. So, ich kann noch einen Social Media Post absetzen. Über 2200 Fans. Ja, der letzte dominante Submission Sieg hat viel Aufsehen erregt. So, wir gehen eine Woche weiter. Um einen Gast einzuladen, haben wir nicht genug Geld. Aufnahmen brauchen wir nicht mehr sehen. Können wir hier irgendwas simulieren? Wir können nicht simulieren. Doch, wir können Sandsack simulieren. Dann machen wir das einmal. Bringt uns Sparring Note C. Wird das ausgewürfelt? Wir können nochmal simulieren. Komm, machen wir einfach. Sparring Note B und dann können wir gar nichts mehr machen. Dann haben wir jetzt halt mal eine Woche simuliert. Und machen noch einen Social Media Post. Können wir hier für 12 Punkte uns was leisten? Ich glaube nicht, ne? So, dann gehen wir einfach eine Woche weiter. Da sollten wir dann auch nochmal Ernst Hans trainieren. Können wir auch gar nicht mehr simulieren. Dann machen wir noch eine Ringeinheit.
So. Ich will, dass du heute mal an deinem Timing arbeitest. Warte auf den richtigen und bleib auf den Beinen. Und dann bam! Muss glaube ich die Challenges mal updaten, sonst werden das immer dieselben Aufgaben, habe ich den Eindruck. Weil man so oft wechselt und dann immer ein paar Tage nicht mehr spielt, merkt man das nicht so genau. Das ist auch ein Grund, warum mir manche Feinheiten noch nicht beigebracht wurden. So, das habe ich geschafft. Komm aus dem Clinch. Hey. So. Das schaffen wir auch. Nochmal 3 Sterne. Lande Hüftwürfe. Gehe die Collati Clinch mit X, B und A. Drücke dann R, B und A, um dich zu bewegen, um einen Hüftwurf auszuführen. Collati Clinch. Ich muss, glaube ich, Y plus B drücken. Hey, hallo. Y, B, nee, das funktioniert nicht. Ah, das ist der Hüftwurf. Das war doch ein Hüftwurf, oder? Ich habe auf jeden Fall das gedrückt, was da steht. Klappt nicht. Aber wenn ich Y plus B drücke, passiert nichts. Ach komm, Arschlecken, dann mache ich einfach wieder irgendwas anderes. Trainiere ich einfach andere Dinge. Oder ist das RB plus B dann? Ich habe öfters schon den Eindruck, dass der Text da nicht passt. Jetzt haben wir Lead Collar Tie Clinch Stufe 2. Plus 8 Sterne. Der May ist verletzt. Ich sollte jetzt hier nicht noch eine Verletzung riskieren. Wir machen den jetzt hier mal noch ein bisschen fertig. Der lässt gar nicht nach und wir brechen ihm da die Eingeweide. So, was für ein schönes Training. Gut gegrappelt, ist halb gewonnen. Plus 14 Entwicklungspunkte. Der Soundtrack ist immer noch furchtbar, aber irgendwie gewöhnt man sich dran. Wer hört denn solche Musik? Ich bitte euch. So, 50 Punkte, da können wir nochmal Sparring betreiben. Können nichts simulieren. Ich update einfach mal die Challenges. So. Jetzt haben wir die Challenges geupdatet, jetzt haben wir keine Punkte mehr, um noch was zu machen. Jetzt haben wir 35 Punkte für die Cuts. Da können wir jetzt nur einen Social Media Post noch raushauen. Habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber gut. Sind wir dann schon fertig für den Kampf? Ne, ich glaube, eine Woche ist noch, ne? Oder ist jetzt schon der Kampf? Jetzt ist schon der Kampf. Es steht 1:1 zwischen Aiden Jacobs und meiner Wenigkeit. Gucken, ob wir wieder einen so schnellen Submission-Sieg schaffen wie im letzten Match. Das ging ja wirklich ruckzuck. Da musste ich ja wirklich kaum was machen. Wer geht hier? Wer entscheidet diese Best-of-3-Serie für sich? Wir sind 11 Jahre älter als sehr gute Gegner. Es steht 1:1. And I'm ready to fight. Wir werden wieder direkt den Takedown versuchen und direkt versuchen, in die Submission zu gehen. Aber diesmal scheint er sich darauf vorbereitet zu haben. Das klappt zumindest nicht auf Anhieb. So, jetzt aber der Takedown. Und direkt in den Submission. Jetzt haben wir ihn ja mit dem Triangle direkt besiegt. Das ist nicht inwiefern. Ich kann ja nur linken Stick nach links machen. Ne, jetzt habe ich auch andere Optionen. Wie er da rauskommen kann, weiß ich nicht. Wir stützen uns mit dem Fuß hier am Käfig ab. Er läuft schon rot an. Ob das jetzt Zufall ist, ob er da rauskommt, oder kann er das irgendwie steuern? Ich habe es nicht ganz durchschaut. Wer es mir erklären kann, soll es bitte tun. Schreibt gerne mal einen Kommentar. Aber ich glaube, da ist es schon wieder der Sieg. Und das war ja ein Kinderspiel. Das war ja wirklich super einfach. Auch hier mussten wir nicht viel tun. Der Submission Magician entscheidet auch diesen Kampf gegen Aiden Jacobs. Ja, da sehen wir mal, was eine kleine Änderung der Steuerung bewirken kann. Auch das war quasi ein Fight ohne Gegenwehr. Direkt der Submission-Sieg. Ja, wir sind eine Art moderner Dan Severn. Auch der Schnubbi stimmt im November. Und wir gewinnen diesen Kampf und haben damit die Serie gegen Aiden Jacobs für uns entschieden. Warum steht da jedes Mal eine Rivalität etabliert? Das stand doch jetzt schon mehrfach. Sollte es nicht eher heißen, die Rivalität fortgesetzt. Es hat kaum mehr als eine Minute gedauert. Wir verdienen 5250 Geld, 892 Fans, minus 0,4% Langlebigkeit. Jetzt, wo das mit dieser vereinfachten Steuerung deutlich leichter geht, können wir uns jetzt auch mal an größere Kaliber wagen. Jetzt ist unser Rekord auch deutlich positiv. Der Contract wurde verdient. 7000 für Teilnahme, 1750 für den Sieg. Wir müssen unterschreiben per Fingerabdruck. Jetzt ist das Video so kurz gewesen, weil ich ja die Hälfte nicht aufgenommen habe. Können wir auch direkt nochmal ein bisschen weitermachen.
So, eine symbolträchtige Aktion. Der Text geht immer zu schnell weg. Jetzt haben wir fast 20.000 Pinke. Wir kriegen ein Kampfangebot. Wir brauchen jetzt mal ein bisschen härtere Gegner. Ein halber Stern, das ist mir zu niedrig. Rhys Marshall, das lehnen wir ab. Das nächste Angebot kommt. Wir haben einen neuen Champion bei ESPN. Und jetzt kommt ein Angebot. Drei Sterne, das ist bisher unser stärkster Gegner. Clarence Lyons. 1,80 Meter, 26 Jahre, 77 Kilo. Auch ein schönes Tattoo, das hat er wahrscheinlich irgendwann mal im Suff sich stechen lassen. Ja, wir müssen ja sowieso annehmen. Dann machen wir den Kampf auch. 5 Wochen Vorbereitungszeit, nee, das ist mir zu lang. Wir machen mal nur 3 Wochen. Kein Bock da drauf. Das Gym verdient ja auch zu viel mit hier. So, wir können jetzt mal ein bisschen hypen. Jetzt haben wir eine neue Möglichkeit zum Hypen. Ne, haben wir nicht. Nur dieselbe Möglichkeit zum Hypen. Wir haben aber Kampfentwicklungspunkte, die wir verheizen können. Da nehmen wir mal Körperausdauer hoch. Ja, Ausdauer hoch. So, wir machen mal ein Sparring. Können wir das simulieren? So, Boxen wird simuliert. Sparring A, 4 Punkte. 40 Punkte verwendet. Aufnahme ansehen, das machen wir mal. Ringen. Er ist auch ein Ringer, das könnte natürlich ein interessantes Match dann werden. So, seine Techniken, Double Leg Takedown, 3 Sterne, Single Leg Takedown, Overhand und Haken. Dann machen wir mal, gucken wir uns direkt noch eine Aufnahme an, dann haben wir auch alle Punkte benutzt, die wir haben. In dieser Woche 2,5 Sterne Grappling, 2,5 Sterne Striking, 2,5 Sterne Gesundheit. Gesundheit sage ich auch mal. So, dann nächste Woche 100 Punkte. Wir machen mal direkt hier den Hype. Don't believe the Hype. Plakate zum WFA-Event aushängen. In diesem Hype könnt ihr gerne glauben. Dann gibt es auch noch einen Social-Media-Post. Wir haben über 3.300 Fans. Und machen dann nochmal eine Runde Sparring. Ich simuliere mal das Ringen. Ich habe keinen Bock, das selber zu machen. C, 2 Punkte nur. Aber einmal jetzt am Samstag sollte ich dann auch noch selber trainieren. Keine Verletzung soll riskiert werden. Das wird unser stärkster Gegner. Wir sollten jetzt nicht überheblich werden. Wir haben jetzt hier auch noch eine Aufnahme, die wir uns noch reinziehen können. Dieser Kampf hat einen Sidekick, der so gut wie jeden Gegner umhaut. Ich dachte erst mit Sidekick wäre sein Cousin gemeint, der immer mit ihm auf Party geht. So, also bleib aus seiner Kick-Reichweite raus. Dein Gegner neigt dazu, sich in Roundhouse-Kicks hineinzulehnen. Das solltest du zu deinem Vorteil ausnutzen. Bring den Roundhouse-Kick im Ziel unter. Soll ich jetzt Roundhouse-Kicks mit Roundhouse-Kicks kontern oder was? Ich dachte, das wäre ein Ringer. Naja, ist ja nix Martial Arts. So, dann machen wir jetzt machen wir noch einen Social Media Post. Liegt alles so ein bisschen lieblos hier. Die meisten Optionen haben wir halt noch nicht. So, dann können wir noch einmal trainieren am Samstag. Das mache ich dann auch selber. Los! Ran an den Boxsack. Und achte auf meine Anweisung. Das geht jetzt also ein bisschen schneller. So, führe Kicks zum Kopf gegen den Boxsack. Der hat keinen Kopf. Erreiche die Schadensschwelle. Ja, das kriegen wir hin. Ich habe noch 4 Stunden 17 Testzeit. So, 2 Sterne. Overhands am Boxsack. Such deinen Ausdauer 50% zu halten. Wie gehen denn die Overhands nochmal? Wie gehen Overhands? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt alle. Overhands. LB plus X, LB plus Y. Wird nicht jeder Schlag gewertet. Die Ausdauer ist auch leer. Ich bin beeindruckt. Plus 2, 800 Schaden mit einem beliebigen Angriff. Das werden wir in 1 Minute und 10 Sekunden nicht schaffen. Noch 20!
Nee, haben wir nicht geschafft. Dem Boxsack hast du es aber gezeigt. Yeah. Schöne Punches. Plus 4 Punkte. So, dann sind wir ready for the fight. Kampfentwicklung, nur noch 18 Punkte. Kriegen wir vielleicht was für, ja, können wir nochmal das Blocken etwas hochleveln. 3,5 Sterne, so, dann sind wir mal gespannt auf den Gegner. Der Kampf kommt jetzt, er hat einen ja knapp positiven Rekord, 10 Siege, 9 Niederlagen. Aber wir wollen ihn nicht unterschätzen. Wenn es zu leicht wird, kann ich die Steuerung ja wieder umstellen. So. Wir sind natürlich deutlich älter. Der Mann ist größer und ein bisschen schwerer. Weil die Beine für so muskulöse Typen ja relativ wenig wiegen. So. Wir versuchen direkt den Takedown. Das steht da unten rechts, das kann ich jetzt nicht alles lesen. Da stehen noch mehrere Texte übereinander. Wir sollten jetzt nicht wegen Aiden Jacobs nur denken, dass wir jetzt hier jeden Kampf direkt locker gewinnen. Aber wir sollten nach den jüngsten Erfolgen direkt die Submission suchen. Aber er lässt sich gar nicht runter ziehen und teilt jetzt auch ordentlich aus. Ist aber dann mal auch ganz schön, dass wir auch mal ein bisschen in die Ecke denken müssen. Jetzt nimmt er uns hier in den Move. Aber wir können selber kontern und kontern hier selber in die Submission offenbar. Ich weiß jetzt nicht, wie er da kontern kann. Aber wir versuchen die Submission. Aber er... ein Hin- und Hergerolle hier. Ich nehme immer nur linken Stick nach links. Ich habe auch keine anderen Auswahlmöglichkeiten. Ausdauer ist ganz schön runter. Sowas wie auf Ausdauer achten, so, das verstehe ich ja. Das ist ja irgendwie, worauf man gameplay-technisch selbst einen Einfluss hat. Wenn ich da jetzt dreimal den Stick nach links drücke und es kommt irgendein Move dabei raus, dann frage ich mich immer, was habe ich gerade hier eigentlich gemacht? So, aufstehen. Ich habe auch nach wie vor nicht den Eindruck, dass das vernünftig erklärt wird. Der Gegner hat auch so ein wunderbar schönes Tattoo da am Bauch, an der Seite. Jetzt gibt es einfach mal ein bisschen Saures hier. Submission. Nehmen wir ihn jetzt hier in den Submission-Griff. Ausdauer geht runter. Ausdauer geht runter. Wir halten einfach mal. Mission. Seine Submission-Leiste ist auch noch voll. Versuchen es einfach mal. Aber jetzt ist die Leiste halb leer. Uhr tickt. Noch 1 Minute 20. Seine Submission-Leiste ist schon ziemlich runter. Ich drücke einfach immer nur den Stick nach links. Ich glaube, jetzt gibt er auf, weil er ist fast lieber. Und dann gibt er auf und wir gewinnen. Und das ist doch jetzt irgendwie doch zu einfach. Ich drücke die ganze Zeit nur den Stick nach links. Das ist der Sieg. Aber es gab zumindest ein bisschen mehr Gegenwehr. Ich glaube, ich gucke mir jetzt gleich doch nochmal ein paar Videos an, wo das Submission-System nochmal erklärt. Ich habe den Eindruck, das werde ich nicht mehr verstehen. 4 Stunden Testzeit habe ich noch. Holen wir noch das meiste raus. Vielleicht gibt es noch ein paar lustige Sequenzen hier im Story-Modus. Und wir gewinnen den nächsten Kampf. Kriegen noch mehr Fans und noch mehr Geld. Das ist doch lieber Living La Vida Loca hier. Minus 0,8% Langlebigkeit. Klarer Sieg in 3 Minuten und 56 Sekunden. Dass ich mir dieses Spiel kaufen werde, das glaube ich nicht. Aber wir holen noch alles raus, was aus der Testzeit rausgeht. So, der nächste Kampf steht an. 77 Tage müssen wir warten hier. Wir haben über 24.000 Dollar. Und wir gucken uns mal. Wir machen erstmal noch die Kampfentwicklung hier. Ach ne, haben wir gerade keine Punkte. Wir gucken mal das Angebot. Jetzt haben wir hier einen halben Stern hier wieder. Den Herrn Adam Watson. Nein, so. Schwachen Gegner möchte ich nicht. 3 Sterne war gerade schon relativ easy. Ja, auf einmal muss man auch gar keine Strikes mehr machen. Der Mann hat 4 Sterne. Mr. Carlton Stewart. Das wird schon härter mit Sicherheit. Ich kann ja auch nicht ablehnen. Wir müssen annehmen. Mittlerer Hype.
3 Wochen höchstens. Im Oktober 2027 findet es statt. Und den Kampf sehen Sie beim nächsten Mal. Vielleicht dann auch 2 Kämpfe direkt wieder. Tschüss, bis dann. Und erklärt mir das Submission-System. Macht's gut. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, lassen Sie gerne ein Abonnement da oder einen Kommentar, ein Like. Erzählen Sie einem Freund davon. Oder schicken Sie mir ein Dan Severn T-Shirt. Ich hätte gern eins. Tschüss, bis dann. Ihr Harold Rockhold.